Hallo, heute gibt es wieder eine neue Wochendekoration und wir schauen uns erstmal die letzte Woche an. Das war diese hier mit der Glückskatze und wie ihr seht, habe ich mir einen neuen Today-Marker gebastelt aus einem Project Life Divider. Und ja, da hat sich nicht mehr so viel getan. Dann geht's mal zack, gleich in die nächste Woche. Und zwar habe ich heute mein Paket bekommen mit meinen Design-Team-Produkten. Und deswegen gibt es heute ein Video mit dem Thema Pony Brown. Das ist hier diese kleine Figur mit dieser Käppchen. Ich finde die sehr niedlich. Was die genau ist oder kann oder macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch hier diese Diary-Sticker, die gibt es alle Sachen im Filonia-Shop. Leider verstehe ich kein Asiatisch. Und ja, damit möchte ich heute dekorieren. Es sind so schöne Sorbet-Farben und das passt ja eigentlich ganz gut zum Frühlingsbeginn. Und dann nehme ich mir zuerst dieses rosane Tape mit den Dreiecken und klebe das hier einmal komplett die Längsseite entlang. Und schneide mir das hier ab. Ist mir überhaupt scharf? Ja, jetzt auf jeden Fall. Und hier unten auch. So. Dann habe ich mir überlegt, dass ich die Pony Brown, die ja quasi so der Themengeber der Woche ist, nach hier unten setze. Genau, auf dem Tape ist diese kleine Figur zu sehen, eine Katze, ein Koffer, eine Sonne und es steht drauf: Always smile, I can do it. Sehr motivierend. So. Passt ganz gut, finde ich, hier mit diesem Käppchen und dem rosanen Dreiecken. Zack. Zum ersten Mal gesehen habe ich diese Figur bei einer anderen YouTuberin. Ich verlinke ihren Kanal mal unten in der Infobox. Und die hat irgendwie eine Zeit in Korea gelebt. Und die hat fast nur mit solchen Sachen dekoriert. Und ich fand das durchaus auch inspirierend. Deswegen habe ich mich echt gefreut, das bei der Silvana im Shop gefunden zu haben. Das Tape habe ich jetzt auch schon seit 2014, aber irgendwie habe ich noch nie so groß damit dekoriert. Aber heute ist es endlich soweit. Genau, dann nehme ich mir hier noch dieses fröhlich-fruchtige Gelb. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das her habe. Steht auch nichts an dem Tape dran. Und schneid mir hier wieder so eine Ecke rein. Flutsch. Und klebt das hier wieder so ein bisschen versetzt. Ich weiß nicht, es ist eine sehr fröhlich-fruchtige Kombination, ein bisschen pastellig auch. Ich glaube, ich guck mal. Doch, ich glaube, das Min sieht auch ganz schön so aus. Ich frage mich immer, wie ich auf diese komischen Kombinationen komme. Also gestreift und dreieckig und hier sind dann jetzt so wie so ein Chevron-Muster. Ich einmal quer durch den Mustermix. Naja, gut. Soll ja nicht zu langweilig werden. So, das ist auf jeden Fall genug Washi-Tape. Dann nehme ich mir mal hier die neuen Sticky Notes. Und da hätte ich gern von jedem eins. Ah, Made in Korea. Also es ist auf jeden Fall irgendwie eine koreanische Figur. Und ich das Rosa nach unten, das Gelbe nach oben. Ja.
Also, du sollst irgendwie hier hin. Und du sollst irgendwo hier hin. Ich mach das nach unten und das hier hin. So, wo ist jetzt mein permanenter Kleber? Du weißt ja schon mal, was meine Aufgabe für den Rest des Tages ist. Den Schreibtisch neu organisieren. Wenn es dann vielleicht einigermaßen ordentlich ist, kann ich euch auch mal so eine Schreibtischtour drehen. Aber wir sind immer noch so ein bisschen am Renovieren. Es gab leider so einen kleinen Badezimmer-Wasserrohrbruch-Vorfall und es hat natürlich voll meine Wand erwischt. Also alle Tapeten abreißen, neu tapezieren und die Wände mit Essig waschen und naja. So. Und schön, wenn das einigermaßen auf Linie ist. Zack. Süß. Dun, 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 dun. Da, 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 da. Und dann könnte ich ja hier jetzt noch meine Sticker einbauen. Ich dachte mir, es wäre ganz lustig, wenn ich hier diese Stempel drüber mache, wie so kleine Bilderrahmen. Und da dann so eine Figur reinsetze. So, man bringe mir einen Acrylblock. Da ist er. Und dann nehme ich mir mal diesen Rahmen hier. Das sind übrigens Stempel von Studio L2E. Happy Notes heißen die. Und wenn ich mutig bin, kann ich ja mal was anderes als schwarz nehmen. Bin ich mutig? So, vielleicht das Lilac Posies. Angel Pink ist so blass. Ich glaube, ich nehme mal das Lilac Posies und mache mir hier einen kleinen Rahmen. Okay, höchste Konzentration. Okay, eins. Ach ja, doch. Und dann wieder meine Tücher. Das sind einfach ganz normale Kosmetikreinigungstücher. Die billigsten, die ich finden konnte. Damit ich mir hier die Stempel nicht versaue. Und dann nehmen wir noch einen anderen kleinen Rahmen. Ich nehme den hin. Und wieder das Lilac Posies. Drum, drum, drum. Well. Okay. Andächtige Stille. So, und die fülle ich mir jetzt mit solchen Stickies. Und zwar mit Stickies Sticker. Der hier gefällt mir ganz gut. I miss you all. Oh. Und ups. Ich glaube, dann nehme ich noch
den hier. Auf dem steht Happy Mind. Und es ist auch wieder gelb. Also passt das ganz gut. Super. Dann wäre die Seite damit erledigt. Und wir wenden uns nach links. Dann nehme ich mir meinen anderen Studio L2E Sticker. Und ich glaube den kleinen Stern. Zack. Und der kann ja wieder in seine Verpackung zurück. Hui. So. Und wir bleiben gerade bei den Lilac Posies. So, also, so ist besser. Montag. Warte, ich will zweimal. Dienstag. Mittwoch. Freitag. Und Samstag. Und, nicht austrocknen. Dann füllen wir das gerade mal aus. Store. Bam. Berufsschule unterrichten. Das glaube ich in Bensheim. Dann wieder Store. Store. So. So, hier habe ich dann jetzt meine eigenen Sticker und dann markiere ich mir jetzt noch die Termine von Donnerstag und Sonntag. Wieder Fotoshootings. Mir wäre es ganz hübsch, hier vielleicht noch ein bisschen was zu dekorieren. Und dann nehme ich mir mal die kleinen Flaggensticker, die ich mir gestempelt habe. In mühsamer, endloser Kleinstarbeit. So, und dann nehmen wir noch einen gestreiften. Und einen blau geprüften. Oder nee, hier. Machen wir den blau geprüften. So, gut ist. So, dann wäre das meine nächste Woche. Her mit dem Kalender. Farben gefallen mir total gut. Yeah! Ich freue mich. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche.